begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unseren Nachrichten aus dem Café M. Am kommenden Sonntag hören wir das folgende Evangelium. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er, steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Soweit dieses Evangelium. Die Natur ist nicht tot. In allem, was ist, gibt es einen inneren Impuls von Lebendigkeit. Wo dieser nicht abgetötet wird, da kämpft sich ein Grashalm durch den Asphalt und ein Blümchen blüht im Kopfsteinpflaster. Jesus vergleicht die Dynamik des Reiches Gottes mit dieser unmachbaren, unsichtbaren Kraft, die allem Lebendigen innewohnt. Gott wirkt, wo immer Menschen sich dieser Dynamik des Lebens öffnen, so wenigstens Jesu Erfahrung. In dieser Dynamik liegt mehr Kraft als in allem, was unser Leben verdunkelt oder überlagert. Es gibt in jedem Menschen eine Kraft, die imstande ist, alles Negative zu überwinden. Sie muss nur zugelassen und natürlich gepflegt werden. Das Zweite in diesem Gleichnis ist, dass der Sämann das Seine getan hat. Er ist nicht untätig herumgestanden, sondern hat den Samen ausgesät. Man muss erwarten und das Ergebnis der Zeit und den ihr wirkenden Kräften vertrauen. Dazu braucht es Beharrlichkeit und Geduld. Unsere Welt propagiert gerade den schnellen Erfolg. Wer sich Zeit zum Nachdenken gönnt, wird als entscheidungsschwach diffamiert. Wir haben gerade die Menschen in der Weltgeschichte, die kontinuierlich an der Lösung eines Problems dranblieben, die größten Erfolge erzielt. Deswegen sollen wir nicht aufhören, uns in den Themen Frieden, Gerechtigkeit, Zukunft der Kirche und des Reiches Gottes zu engagieren. Und so lade ich Sie ein zum Gebet. Nicht erzwingen, beschleunigen, hinbiegen, sondern wachsen lassen. Nicht vorschnell festlegen, verurteilen, abstempeln, sondern offen lassen. Nicht vorbeugen, verhindern, umgehen, sondern zulassen. Nicht verschließen, fürchten, ausschließen, sondern einlassen. Nicht verkrampfen, versteifen, festhalten, sondern gelassen sich Gott überlassen. Wir danken dir, Gott, und bitten dich, lass deine Saat der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit wachsen und reifen. Lass die Liebe stark sein und wachsen. Gib uns die Hoffnung, die Kraft, in unserer Welt Liebe zu säen, Empfindsamkeit zu pflanzen, Zartheit zu behüten, Verstehen zu hegen, Brachliegendes zu bestellen, Darbendes zu wässern und Knospendes zu schützen. Befreie uns von Hass und Gewalt, schenke uns Demut und Ehrfurcht vor dem Leben, segne den Boden, die Saat, die Frucht, unser Leben. Amen. Dann noch die Einladung für diese Woche. Wir laden Sie herzlich zum Familiengottesdienst mit diesem Evangelium am Sonntag, 16. Juni um 9.45 Uhr sowie zu den Gottesdiensten im Thomashaus um 8.30 Uhr und in Pennville um 11.15 Uhr ein. Ich wünsche Ihnen wieder eine gute Woche.